So, meine Damen und meine Herren, ich bin zurück, hab einiges erledigt. Stimmt, die Lichtschuppenlanze, die habe ich ja auch noch, aber das ist eine meiner Markierungen hier, oder? Ja, hier quasi. So, dann gebe ich dir erstmal die Leuchtsteine. Diesmal sind es 10, da bin ich mir sicher. Danke, du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich. Allerdings. Dann lass mich nur schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, mein Freund, du kannst zählen. Sehr gut. Oho, das ist wirklich alles, was wir haben wollten. Ich nehme dir die Leuchtsteine mal geschwind ab. Und natürlich sollst du auch belohnt werden mit einem Diamanten. Wow, ich lege sogar noch einen oben drauf. Was? Echt jetzt? Zwei Diamanten für 10 Leuchtscheine. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Was? Ich krieg einen Diamanten für 10 Leuchtsteine. Echt jetzt? What? What the what? Ganz ehrlich, das ist doch deutlich wertvoller als... Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leuchtsteine so im Verkauf wert sind. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen, aber ein Diamant ist für mich persönlich, einfach weil sie seltener sind, deutlich seltener sind, viel mehr wert als 10 Leuchtsteine. Aber ich werde mit ziemlicher Sicherheit drauf zurückkommen, früher oder später, mit ziemlicher Sicherheit. So, und dann hatten wir dich noch. Ich habe hier ein Bild von einem Leumund für dich. Hi. Sei gegrüßt, Link. Wie steht es mit dem roten Leumund? Natürlich. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick drauf werfen. Was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also ein Leune. Eine furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden auch die Dümmsten hoffentlich auf dem Kopf, werden sich auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Ich danke dir. Ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Oh, richtig. Deine Belohnung. Der Zora Beinschutz! Hell yeah! Und den Helm, den kriege ich dann ja wahrscheinlich in diesem hier, in diesem Tempel, was mit der Lanze zu tun hat. Nehme ich mal stark davon aus. Diesen Zora-Beinschutz entwarf vor langer Zeit ein Schmied auf Geheiß des Zora-Königs. Er wurde sehr populär. Vielleicht weißt du, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hylianern und Zoras war? Nachdem er vollendet war, begann man als Zeichen der Freundschaft diese Art von Beinschutz für Hylianer anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hylianer zu uns, deshalb musste der Rüstungsladen meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war das Letzte, was noch in unserem Lager verblieben war. Damit kann ein Hylianer schwimmen wie ein Zora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Dir als Hylianer wird er sicher hilfreich sein. Das ist wohl wahr. Das ist allerdings war. Meine gute Dame, vielen, vielen Dank. Aber sowas von vielen Dank. Jetzt bin ich fast schon ein Fisch. Aber nur fast. So, gab's hier aktuell sonst noch irgendwas? Ich glaube ja nicht. Diese komische Frau musste ich halt noch finden. Stimmt, das Schwert kann ich jetzt auch nehmen und das werde ich einfach auch mal als erstes verwenden. Dafür ist es nämlich echt jetzt nicht so stark. Gut. Wie gesagt, ist die Frage, wo dieses
dieses Zora-Frauchen irgendwo hingetrieben ist. Aber kann durchaus sein, dass ich das tatsächlich googeln muss. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob ich das herausfinde. Wo ich auf jeden Fall hin will, ist einmal das hier. Egal welche Reihenfolge. Das hier. Hier und hier. Gut. Und dann wollen wir doch mal schauen, was genau ich, wo genau ich und wie genau ich das Ganze machen muss. Kann, darf, will, soll. So, hier ist der Wasserfall. Der, den markiere ich mir am besten auch mal noch irgendwie. Der Seeler Wasserfall. Wie war denn, wie ging denn dieses Schreinrätsel nochmal? Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen von Sela aufgestellt, glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt. Ist halt die Frage, ob die wirklich die Lichtschuppe... Ich meine, ich kann gern mal versuchen, hier hochzuschwimmen und dann nochmal runterzufallen. Mitsamt der Lanze, wenn es irgendwem hilft. Ich glaube nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nur die Lanze da runterwerfen muss. Zumal ich halt auch erstmal treffen muss, was schwierig genug werden dürfte. Na, das hat doch dann schon mal nicht funktioniert. Nein! No! Stimmt, mit Lichtschuppe. Was schwimmt denn da eigentlich? Fisch. Ich habe einen Fisch erschlagen. Ups. Ich meinte mit Schuppe ja auch, glaube ich, was anderes. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt. Das könnte natürlich eine Drachenschuppe sein. Von denen habe ich tendenziell ja auch einige. Ist die Frage, welche? Ich nehme einfach mal die Eldra-Schuppe, weil egal. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, es ist keine der Schuppen. Ich hab da so ein Gefühl. Ups. Das wollte ich so auch nicht. Kinders, ich weiß es noch nicht. Ich werde mir darüber Gedanken machen. Vielleicht fällt es mir tatsächlich noch ein. Ansonsten gucke ich mich erstmal anderweitig hier um. Ich habe noch nicht wirklich so eine Idee, was die mit Schuppe meinen. Und vom Himmel fallen, weil ich weiß halt nicht, ob ich da wirklich eine Drachenschuppe hier
runterwerfen soll? Das wirklich die Lösung ist? Ich kann es mir halt irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Auf der anderen Seite... Ja, warum nicht? Ne? Ich habe mich auch schon nackt beim Blutmond auf so ein Ding gestellt. Also... Ich würde es weiß Gott nicht ausschließen. Vielleicht sollte ich mich bei den Zoras auch einfach mal mehr über dieses Lied schlau machen. Vielleicht hilft mir das auch in irgendeiner Weise weiter. Aber bis es soweit ist... werde ich erstmal die anderen Punkte... werde ich mir erstmal die anderen Punkte anschauen. Dann klärt sich da vielleicht auch schon was auf. Vielleicht... eher nicht, aber... Nö, schade. Ich dachte eventuell, ich könnte mich anschleichen und aufsteigen, aber das hat so dann auch mal wieder nicht funktioniert. So, was haben wir hier außer Wald? Auch irgendwie nichts, oder? Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Das mag natürlich sein. Seltsam. Seltsam, seltsam. Aber gut. Da unten ist ein Schrein. Gut, gut. Dann finde ich schon mal ein paar Schreine außerhalb des Gebietes, das ich ohnehin noch erforschen muss, erkunden muss. Da ist auch noch ein Schrein. Das ist natürlich cool. Wobei ich den schon kannte. Aber so an sich hilft das natürlich. Da raucht irgendwas. Ich meine jetzt nicht den Vulkan, ich meine den weißen Rauch da. Könnte es sein, dass das Coronendorf in dem Vulkan ist? Das könnte tatsächlich sein. Mich würde es nicht wundern. Herausfinden werde ich es auch noch. Allerdings nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier die Zoras irgendwie zufriedenstelle. Weitestgehend zumindest. Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie so nah an diesem Vulkan dran. Vielleicht ist dieser Rauch auch tatsächlich nur vom Vulkan, das kann natürlich auch sein. Da ist noch ein Schrein. Kannte ich den schon? Ne, ich glaube, den kannte ich noch nicht. Cool. Mehr Schreine! Mehr Schreine kann man immer gebrauchen. Schreinerei. Oder so. So, was ist denn hier verkehrt eigentlich? Ups. Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ja, war vielleicht ein bisschen Overkill.
Eventuell ein bisschen. Kommt in der Mitte vorbeigeschossen. Na gut. Knochenmob-Lanze ist genauso stark wie mein Schwert, aber die Duo-Extra-Lanze ist stärker. Und da ich es eigentlich mag, mit Lanzen zu kämpfen, nehme ich die einfach mal mit. Es ist unfassbar, wie schwach dieses bescheuerte Schwert hier ist. So, mehr Leuchtsteine. Ich will mehr Leuchtsteine. Die bringen mir nämlich Diamanten, so wie sich das jetzt herausgestellt hat. Ich kann es immer noch nicht so wirklich fassen, dass ich echt einen Diamanten für 10 Leuchtsteine kriege. Das ist der Wahnsinn. So, hier ist doch endlich mal wieder ein Krog an einem hohen Punkt. Also auf einem hohen Punkt. Das ist doch auch mal schön. Hatte das Gefühl, das hatten wir lange nicht mehr. Und ich sehe... Erstens sehe ich noch einen Schrein. Den kannte ich allerdings schon. Und dann sehe ich das hier. Was zum Geier wird das denn? Und da fliegt ein Wächter rum. Ich habe das Gefühl, das Gebiet, das ist auch das Gebiet, in das ich als nächstes rein will dann. Nachdem ich hier fertig bin. Ich habe so das Gefühl, mit dem Gebiet werde ich Spaß haben. Au. War dann wohl doch etwas hoch. Wo will ich denn noch hin? Genau, da runter und zum Totosee. Frage, ich stehe jetzt genau in der Mitte, was mache ich denn dann? Vielleicht zuerst zum Totosee. Mich von dort nach unten arbeiten. Zumal der blaue Punkt da, glaube ich, auch mehr mit dem zu tun hat, was da drunter liegt. So, wie passend, dass es hier direkt mal anfängt zu regnen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Was ist das denn? Einfach nur alt. Da ist eine Schatzkiste. Gut versteckt. Das auf jeden Fall. Aber nicht gut genug. Der Zora-Helm! Wow! Entschuldigung. Wow! Helm nach uralter Zora-Tradition. Dank der verarbeiteten Drachenschuppen kann der Träger schneller schwimmen und im Wasser Drehattacken ausführen.
Wie cool. Drehattacken? Wie funktioniert das denn? Der Hammer. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Auch wenn hier sonst nichts sein mag. Und hier ist auch sonst tatsächlich nichts, aber dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Wie genial ist das denn bitte? Frosch. Dann bin auf den Frosch gesprungen, aber wirklich gekriegt habe ich ihn nicht. Damit, schade. Aber yes, ich habe den Zora-Helm gefunden. Dann bewege ich mich mal noch zum blauen Punkt hin und ja, muss mir dann wohl Gedanken darüber machen, wie zum Geier ich diesen Schrein da aktiviere. Abgesehen davon, dass das ja nicht das einzige Schreinrätsel ist, das ich noch nicht gelöst habe. Ich habe ja auch noch diesen ominösen Orni-Turm, mit dem ich bisher irgendwie nichts angefangen habe. Genau, das war die Geschichte. Hier war doch die Geschichte. Und Leuchtsteine zum Glück. Sehr cool. Da! Geschichte. Die hören wir uns noch an und dann mache ich mir den Schrein Gedanken. Schrein, Tempel, wie auch immer. Kommentar des Steinmetzes. Okay. Ich bin über die Maßen geehrt, einen Auftrag vom großen Dorifan, dem König der Zoras, erhalten zu haben. Leider überstieg die Textmenge, mit der er mich beauftragte, das Fassungsvermögen eines einzelnen Steines. Doch sollte ich etwa die hoheitliche Botschaft gar kürzen, wie gewisse Subjekte empfahlen? Unmöglich. Ich sah mich daher gezwungen, eine hoheitliche Botschaft auf mehrere Steine, 7 an der Zahl, aufzuteilen. Deswegen haben wir tatsächlich ja mittlerweile auch die ganze Zora-Geschichte, nämlich 1 bis 7, gelesen. Plus 2 Zusätze, von daher... Und auf meine Erleuchtung mehrere Steine anzufertigen, folgte sogleich die nächste. Ich würde 2 weitere Steine anfertigen und darauf die Heldentaten von Prinz Sidon und König Dorifan verewigen. Das heißt... Es ist zwar auf mehrere Parts verteilt und völlig durcheinander, aber wir haben tatsächlich alle 9 Steine entdeckt und gelesen. Das freut mich, beziehungsweise hier sogar dann der 10. So entstanden der 8. und 9. Stein. Meine Aufgabe erschien mir endlos. Doch welcher Steinmetz kann von sich behaupten, ein solches Werk vollbracht zu haben? Eine geradezu historische Leistung eines eigenen Monuments würdig. Daher fertigte ich diesen 10. Stein an. 10 Steine unterzubringen stellte sich als gar nicht so einfach heraus, doch jeder Stein fand schließlich seinen Platz. Nun kann ich wahrlich mit meinem Werk zufrieden sein. Oh yeah. Gut, dann sehe ich das einfach mal als Bestätigung an, dass ich alle Steine gefunden habe und ja, mach persönlich hier mal eine kurze Pause und ob ihr eine kurze Pause macht, das sehen wir dann. So, dann wollen wir uns doch mal um die Schreine kümmern, beziehungsweise, das war knapp, beziehungsweise um den einen Schrein, der mir dann noch übrig bleibt. Also dann will ich mal gucken, wie die Drehattacke aussieht. Ich meine, die kann ich hier, kann ich sie hier machen? Drehangriff.
saugeil. Das könnte tatsächlich sogar hilfreich sein. So, ich habe hier die Zeremonienlanze. Das wird mit Schuppe gemeint sein. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen von Sela aufgestellt. Glanzvolles Licht die Prüfung erhält. Die Zeile kann man wahrscheinlich weglassen. Also, von oben die Lichtschuppe, also die Lanze. Und dann aufgestellt. Also, okay, wegwerfen. Also werfen scheint für mich hier zumindest mal nicht zu funktionieren. Ja, vielleicht treffe ich auch einfach nicht so, dass sie steht. Aber gut, das ist ja auch nicht vom Himmel. Ich meine, nach oben werfen, das brauche ich auch. Das kann ich vergessen. Treffen tue ich auch nicht. Könnte ich vielleicht einfach irgendwie hier reinhauen? Kann ich die Lanze hier reinhauen? Manchmal sind die Lösungen halt echt bescheuert. Sowas müsste man nämlich erstmal kommen. Weil ich hab sonst halt echt so überhaupt keinen Plan. Oh Gott. Attacke! Damit. Das gibt's doch gar nicht. Ich werde von hier oben ganz sicher nicht den kompletten Weg runterspringen. Ganz sicher nicht. Wie gesagt, von hier werfen wird wahrscheinlich nicht möglich sein. So weit runter komme ich nicht, also muss ich es ja draufschlagen. Dann war es wahrscheinlich wirklich nur eine Frage von, ich habe nicht gut getroffen. Weil wenn das die Lösung nicht ist, dann weiß ich ja auch nicht, aber doch, das war's. Gott sei Dank, um Himmels Willen. Eine Idee wäre natürlich auch gewesen, die originale Lichtschuppenlanze zu benutzen. Dass ich halt wirklich die brauche für diese Prüfung. Statt der Zeremonienlanze. Hätte natürlich sein können. Zum Glück hat es aber so auch funktioniert. Im Himmelswillen. Das war nicht ohne, mein Freund. Da Kiki. Kiki. Kikariku. Wie auch immer. Da Kiki. Da Kiki? Da Kiki. So, immerhin haben wir hier drin keine Prüfung mehr zu bestehen. Das ist doch schon mal schön. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist der Kiki. Du hast die Prüfung bestanden. Sehr gut, dankeschön. Ich werde wohl das Oni-Lied noch erledigen. Dieses Schreinrätsel-Lied. In der Turbine. Dann ein, zwei Krog sammeln, die ich jetzt mit dem Zora-Gewand hier auf jeden Fall kriege. Ich werde das Zora-Gewand natürlich noch bei der nächsten Fee leveln. Also bei der... Nicht bei der nächsten Fee, sondern bei der Fee, zu der ich als nächstes hingehe. Jetzt so von denen, die ich schon habe. Ja. Ich glaube, mehr muss ich im Moment eigentlich nicht tun. Mein 20. Herz hole ich mir vielleicht noch. Auf der anderen Seite kann ich jetzt auch gerade warten, bis ich noch einen habe. Ist ja blöd, da habe ich wieder 7. Man weiß, wann ich die nächste
Wer weiß, wann ich die nächste Göttinnenstatue finde. Ups, gut, in Akala wahrscheinlich irgendwo. Ja gut, dann wollen wir uns das 20. Herz hier noch im Zoradorf holen. Vielleicht bin ich hier auch gerade relativ hoch. Beziehungsweise selbst wenn ich nicht relativ hoch wäre, ist ja mit dem Outfit hier kein Problem, nochmal hier hoch zu kommen. Außerdem, genau, habe ich ja noch mindestens eine Nebenmission, die ich gerne tun würde. Nämlich die Nebenmission, was will ich denn von dir? Will ich noch Fische kaufen? Eigentlich nicht. Ich habe genug Fische. Nämlich die eine Nebenmission mit den Spurtlingen habe ich auf jeden Fall noch, die ich jetzt mittlerweile erledigen kann. Dann bringe ich das mal noch hinter mich. Also einfach so ein bisschen hin und her, bevor ich dann als nächstes tatsächlich in die Akala-Region düse. Aber erstmal noch mein 20. Herz. Und dann hin zu den Oni.